Ich glaube, es ist wieder soweit. Aber, oje, nicht, dass ich schon wieder versaue. So, ich fordere mal Foley Temporary heraus. Vielleicht hat er Lust, noch eine Partie zu spielen. Hier, ja, machen wir mal 3 plus 2. Oder, ja, komm, 3 plus 2 reicht. Mal sehen, ob er Lust hat noch auf eine Revanche hier, nachdem ich vorhin so bitter schnell meine Dame eingestellt habe. Und dann noch die Chance hatte zu gewinnen und es aber wieder vermasselt habe. So, hier haben wir einen Italiener auf dem Brett. Der Bo fragt, willst du das nächste Elo 27 knacken? Ich würde gerne erstmal die Elo 2650 knacken. Das wäre so das erste Ziel und dann kann man über alles weitere reden. Aber ja, eins nach dem anderen, ne? Also 2650 und Top 100, das ist erstmal das Ziel und das ist schon schwer genug. So, Läufer E3 macht er hier. Gut, ich spiele mal hier gewohnt aggressiv. Ihr kennt das ja nicht anders von mir heute. Springer H2, da zieht er schon mal zurück. Das sehe ich doch immer gerne, wenn er hier zurückzieht. Ganz brav. Okay, ich bringe mal den Springer hier rüber. Winterlandschaft. Ich spiele heute nur gegen Mitglieder tatsächlich. Das ist ein guter Zug. Den Bauern muss ich irgendwie decken. Und dass du selber einen YouTube-Kanal hast, das war mir gar nicht bewusst, mein Lieber. Sonst hätte ich da auch darauf hinweisen können. Das stimmt. Aber ich habe gesehen, du hast auch die Partie analysiert bei dir auf dem Kanal, wenn mich nicht alles täuscht. So. Ich habe immer noch das Ziel hier, meine Bauern nach vorne zu bringen, den Springer nach vorne zu bringen und dann matt zu setzen. Und ich bin hier ganz guter Dinge, weil Weiß kann nicht so leicht die Stellung öffnen und auch sein Spiel am Damenflügel ist sehr langsam. Er macht jetzt F3, ist natürlich auch ein Zug, den er, glaube ich, nicht gerne macht. Jetzt spiele ich mal Springer F4. Der Springer ist hier sehr lästig, so nah beim König. Dann ergeben sich auch irgendwie so Opferideen gegen H3 oder G2. Und ich werde einfach H5, G4 spielen als nächstes. Jetzt macht er D4, okay. Ja, das stört mich erstmal nicht weiter. Er kann hier gerne auf E5 schlagen, wenn er es möchte. Da passiert nicht so viel. Gut, Turm D1 kann er auch machen. Ja, ich ziehe mal die Dame von der Linie runter. Ich könnte jetzt auch mit der Dame auf E5 schlagen. Finde ich auch gar nicht so von der Hand zu weisen tatsächlich. Die Dame steht da auch ganz gut. So, und jetzt geht's weiter. G4 und Stellung öffnen. Ganz einfache Devise. Ja, ich habe heute nicht häufig rochiert, das stimmt. Das war heute so ein Tag, wo ich auf die Rochade gerne mal verzichtet habe. So, jetzt hat sich die H-Linie geöffnet, das ist doch schon mal positiv. Und jetzt, ja, G3 würde ich gerne spielen, geht aber nicht. Na gut, G schlägt F3, das sollte hier korrekt sein, dann den Läufer entwickeln. Ich könnte auch irgendwann mal den Turm mit ins Spiel wieder zurückbringen, aber
Mal sehen, wann ich den brauche. Solche Opfer liegen nach wie vor in der Luft auf G2. Springer G3 macht er. Das sieht anrüchig aus. Das sieht anrüchig aus. Ich hätte so Lust, da jetzt wieder reinzuhauen, aber ich habe ja was gelernt vorhin. Nämlich, dass ich nicht in Style aufs Maul bekommen soll. Das habe ich gelernt. Habe ich gelernt. Ich bin schon wieder in Versuchung, in Style aufs Maul zu bekommen. Ist schon wieder. Die Versuchung ist wirklich groß. Die Versuchung ist mal wieder, ist auf jeden Fall wieder groß. Kann ich nicht anders sagen. So gut aus, aber wie bringe ich es zu Ende? Ach, ich mache das jetzt einfach. Nein! Oh Gott. Ich biete mal die Zugzurücknahme an. Ich habe mich verdrückt. Ja, danke dir. Fall the temporary. Lass mich opfern, wenn ich schon mal opfern möchte. Lass es mich bitte tun. Ich bräuchte den Turm. Der Turm ist zu weit weg. Der Turm ist, glaube ich, zu weit weg. Den bräuchte ich eigentlich zum Matt setzen. Das wäre gut. Ja, ich glaube, König F2, König E1 ist vielleicht ein bisschen sicherer. F5. Bringt das eigentlich was? Es droht gar nichts, oder? F5, was denke ich mir eigentlich dabei? Was denke ich mir eigentlich bei diesem Opfer? Völliger Quatsch mal wieder. Turm G1 macht er einfach, ja. Kann man jetzt auch nichts gegen sagen, ne? Ja. Aber ich glaube, Turm G1 war vielleicht nicht so präzise. So, und jetzt? Ich will doch mehr als Dauerschach. Ja, wenn ich mehr als Dauerschach mache, verliere ich wahrscheinlich, oder? Wenn ich. Ja, naja. Geht hier noch irgendwas? Geht hier noch irgendwas? Wie wäre es damit? Machen wir mal D5. Mal schauen, was passiert. Mal schauen, was jetzt passiert nach D5. Mal sehen, was er jetzt antwortet. Ich bin einfach auf seine Antwort gespannt. Das ist alles. Ich will einfach mal schauen, wie er jetzt auf diesen Zug reagiert. Turm G8 macht er, okay. Ah, Läufer schlägt D5. Das ist natürlich ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument. Hätte ich drauf kommen können. Dass er diesen Zug spielen würde. Egal. Läufer zurück. Ah, er hat das Matt leider wieder gedeckt. Der Turm, der ist immer noch so weit weg hier vom Geschehen. Das ist ein bisschen das Problem, glaube ich. Was mache ich jetzt mal Feines? Erstmal ein Schach. Nochmal ein Schach. Ja, jetzt läuft er leider weg, der Schlingel. Der Schlingel läuft weg. Was ist das eigentlich für ein Zug B5? Das ist auch schon wieder so ein seltsamer Zug. Bisschen seltsamer Zug. Ja, den kann er natürlich schlagen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich gebe mal einen Schach. Ich gebe nochmal einen Schach. Jetzt hat sich's gleich ausgeschacht, habe ich das Gefühl. Ah, doch, hier habe ich nochmal einen Schach. Einen Schach habe ich noch, mein Lieber. Einen Schach habe ich noch. So, und jetzt? Ah, jetzt bin ich matt in 1, ja? Okay, das ist doof. Okay, gut. Hat wieder Spaß gemacht auf jeden Fall. Das war schon mal eine bessere Partie als eben. Das heißt, ich hätte hier auch einfach den Turm schlagen können, aber ich stehe immer noch auf Verlust. Warum nicht H1 und den Turm holen?
Das hätte fast noch geklappt hier. Das wäre auch zu lustig gewesen. Ja, komm, spielen wir noch eine Partie gegen Fowdy Temporary. Josefine Heinemann ist am Start. Habe ich jetzt hier gerade gelesen. Wenn ja, Grüße gehen raus. Ihr merkt aber auch alles, wie Hupftut hat die Adleraugen, ne? Wie hast du das denn jetzt gesehen, Hupftut, dass Josephine hier zuschaut? Ach, ich muss den ersten Zug machen. Ja, Josephine, du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich bin nämlich gerade so richtig ich bin so richtig gut drauf, sage ich mal. So richtig gut drauf. Gute Nacht, Sedo. Schön, dass du dabei warst heute. Ich spiele mal diesen Zug. Ein bisschen was anderes. Josephine, bist du schon gut vorbereitet für das German Masters in ein paar Wochen? Da bist du ja auch am Start. Userliste zufällig durchstöbert. Der Hupftut hat immer die Userliste offen wahrscheinlich. Ich kenne die Theorie hier nicht. Das ist die McCutcheon-Variante. Ja, ich bereite mich schon seit mehreren Wochen intensiv vor, Josephine, ist doch klar. Jeden Tag mehrere Stunden studiere ich meine Gegner. Was sonst? Ach, ich finde, die Eröffnung ist diesmal nicht so schlecht gelaufen. Ich will auf jeden Fall meinen Rückstand wieder aufholen. Ich liege jetzt mit einem hinten gegen Fowdy Temporary. Das kann nicht so bleiben. Das kann nicht so bleiben. Fowdy Temporary spielt nicht mit, nee. Nein, ich meine jetzt nicht, ich meine natürlich nicht auf Lead Chess, sondern ich weiß ja schon genau, gegen wen ich komme bei dem Turnier, bei den German Masters. Ganz genau, in der ersten Runde gegen den lieben Georg. Gegen den lieben Georg Meyer. Ja, Dame C7 ist leider ein guter Zug. Habe ich nicht kommen sehen, wie so häufig heute. Greift die beiden Bauern an. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie einen mehr behalten. Ja, gut, decken wir den mal. F4. So, Dame schlägt C5. Das war irgendwie zu erwarten. Er greift den Bauern an. Irgendwie ungewöhnliche Situation. Ich habe einen Doppelbauern, trotzdem ist der Läufer noch auf dem Brett. Das kann doch nicht so bleiben. Machen wir mal A4. Es ist wieder Zeit, Material zu opfern. Irgendwie ist es komisch, wenn ich nicht Material weniger habe. Also, deshalb, er kann gerne den Bauern schlagen. Den Bauern, den kann er haben. Die German Masters sind genau in weniger als 2 Wochen, am 16.8. Läufer A3, ich nehme ihm das Rochaderecht und dann kommt der große Angriff. Elefantengambit beim German Masters, das werden wir nicht sehen. Nee. Läufer B6 ist auch schon wieder ein guter Zug, aber ich kann damit D4 immerhin machen. Auch wenn ich nicht die Damen tauschen wollte, wenn Fowley das jetzt möchte, kann er das haben. Dann verbessere ich meine Struktur. Ja, ich dachte mir schon, Fowley möchte es nicht. Dann spiele ich meine Dame wieder zurück. Jetzt kann auch der Springer nach D4 kommen, der Läufer nach A3. So weit, so gut. Ich glaube, eine Live-Kommentierung ist nicht geplant. Also das wird nicht auf Twitch gestreamt, aber man kann das verfolgen. Also die Bretter werden übertragen, aber kommentiert wird es nicht. Das kann man zum Beispiel auf Chess24 verfolgen, wenn man möchte. Genau. Captain Tabasco ist jetzt richtig motiviert, das freut mich. Und will die nächste Arena gewinnen. Okay. Ich bin jetzt auch motiviert, endlich mal eine Partie zu gewinnen gegen Fowdy Temporary. Es wäre mal an der Zeit. Zweimal heute schon verloren. Und nicht immer schön. Er will unbedingt diesen Bauern. Ja. Kriegt er aber nicht. Springer B5, ich decke den Bauern. Läufer A3, Springer D6. Er hat jetzt gerade eine Menge Züge gemacht mit dem Damen und dem Läufer. Und das hat ihm nicht geholfen hier. Das hat ihm diesmal nicht geholfen. JDocs X96, schau dir mal meine Eröffnungsfallen an. Vielleicht hilft dir das.
Vielleicht kannst du ihn direkt mit einer Eröffnungsfalle, kannst du es direkt für dich entscheiden, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Aber ist nicht garantiert. Ist nicht garantiert. So. Läufer B4, der Bauer wird gedeckt. Funktioniert das auch auf 1400? Kann funktionieren. Vielleicht die italienische Falle. Die italienische Falle, die könnte funktionieren. Oder wenn der Gegner Cao Kann spielt, dann kannst du da die Falle spielen, wo du direkt matt setzt in 5 Zügen. Aber das wäre natürlich der optimale Fall. Das wäre der optimale Fall. Kann ich nicht garantieren. Was ich aber garantieren kann, ist, dass ich hier gut stehe. Und dass ich vielleicht in dieser Partie mal nicht gegen Fowley Temporary verliere. So, was machen wir jetzt? Er hat noch alles gedeckt. Ich bringe mal den Turm auf die 8. Reihe. Ich glaube, das ist ein ziemlich lästiger Zug für ihn, weil er einfach nicht den Läufer verteidigen kann. Seine Figuren stehen genau maximal ungünstig. Und der Läufer, der ist weg. Luca, du bist nicht zu spät. Wir sind noch live, mein Lieber. Wir sind noch live. Aber das Turnier, die Arena, hast du verpasst. Das muss ich dir leider mitteilen. Das hast du verpasst. Ja, gut. Den Bauern kann er haben. Da kann er sich dran laben, sage ich mal. Aber froh werden wird er auch nicht damit. Eigentlich will ich ihm den Bauern nicht geben. Eigentlich will ich das nicht. Auf der anderen Seite. Ja, was soll man machen? Dann kann er sich entwickeln. Ah, ich kann B5 machen. Ah, den schlägt er. Ist auch nicht schön. Es ist alles nicht schön hier. Ich würde gerne irgendwie einen Mattangriff starten. Wo ist der Mattangriff, wenn man ihn mal braucht? Leider nicht da. Kein Mattangriff in Sicht. Heute war feiern. Am Dienstagabend läuft bei dir, Heuler. Läuft bei dir. Ja, gut. Ich spiele das ganz prosaisch, weil ich will auch einfach mal eine Partie gewinnen heute gegen Fowley Temporary. Eine Partie zumindest möchte ich heute mal gewinnen gegen den guten Fowley. Das German Masters hat schon häufiger stattgefunden, Hopflut. Ich weiß gar nicht, welche Ausgabe das ist. 2017 habe ich auch schon mal mitgespielt. Das lief gar nicht so schlecht. Jetzt kommen aber die Trickzüge hier. Moment mal, den schlage ich. Das dürfte kein Dauerschach werden. Ich habe es nicht berechnet, aber ich behaupte das einfach mal. Ah, jetzt nimmt er den auch noch. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Aber der Springer, das ist einfach die mächtige Krake hier, der alles überdeckt. Okay, endlich mal eine Partie gewonnen gegen Fowley Temporary. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen, glaube ich. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen. Obwohl, komm, eine machen wir noch. Eine machen wir noch hier gegen den Sieger von der Arena. Weil es gerade so viel Spaß macht. Eine machen wir noch. Einmal holländisch. Der Unterschied zu den Einzelmeisterschaften ist, Hupfdu, dass man per Einladung nur in das Turnier reinkommt. Also es spielt die deutsche Nationalmannschaft und dann gibt es noch einen Freiplatz, glaube ich. Und die beiden Top-Platzierten der deutschen Meisterschaft qualifizieren sich. Und noch irgendwas? Ich weiß nicht. Es ist ein bisschen verwirrend alles, weil gleichzeitig findet die deutsche Meisterschaft auch statt. Frag mich nicht warum. Weil es natürlich ein bisschen komisch, wenn die besten deutschen Spieler beim German Masters teilnehmen und gleichzeitig findet die deutsche Meisterschaft statt, können natürlich sich nicht klonen und bei beiden Turnieren teilnehmen. So. Kein H5 diesmal. Ja, Wolf gerade, da hast du recht, aber das passte nicht, weißt du? Ich kann nicht gleichzeitig H5 und F5 machen. Das ist mir zu hardcore. Das kann ich mir nicht erlauben. Deshalb gehen wir hier einen anderen Weg. Was denkst du über die englische Eröffnung? Gute Eröffnung auf jeden Fall.
Kann man spielen. Habe ich schon was eingestellt? Noch nicht. Springer G5, Turm D7. Das ist ja mal zur Abwechslung eine recht ruhige Eröffnung hier gegen den guten Fowley Temporary. So, wie sieht es aus? E4, soll ich mal E4 machen? Ich dachte E4, Springer G5, aber ich hätte es direkt auch schon machen können. Aber ich glaube, so richtig kann das auch nicht verhindern. Ich finde diese Stellung, diese Weite, finde ich sehr interessant. Im Hinblick darauf, dass man hier wirklich komplett erstmal den Darmflügel vernachlässigt, aber weiß, kann das gar nicht so richtig ausnutzen. Weil die Stellung, zwar ist die D-Linie offen, das Feld D6 auch schwach, aber weiß kann damit nicht viel anfangen. Er kann keinen Springer dorthin bringen. Der Bauer beschränkt sehr gut den Springer auf C6, auf C3. Und Weiß kann nicht viel anfangen mit seiner besseren Entwicklung. Marie, ich habe letztes Jahr die deutsche Meisterschaft gewonnen und mich darüber qualifiziert für das German Masters, was das stärkere Turnier ist. Und dieser Einladung folge ich auch gerne. Und auch das Turnier mit einem höheren Preisfonds, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, Springer G2, Springer E3, das war irgendwie abzusehen. Dass er so seinen Springer wieder auf bessere Felder bringt, kann er gerne machen. In der Zwischenzeit verbessere ich meine Stellung. Am besten jetzt E3. E3 wäre jetzt richtig stark. Das wäre natürlich Matt in 1 gewesen, deshalb hat er es nicht gemacht. So, und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne angreifen. Ihr kennt mich. Ich möchte gerne angreifen. Ja, machen wir mal Springer G4. Der Springer, der muss weg hier. Der verteidigt irgendwie zu viel, habe ich das Gefühl. Den möchte ich gerne abtauschen. Bayerischer Schweizer, vielen Dank dir für das Lob. Ja, ich habe rochiert in dieser Partie. Das ist ungewöhnlich, ne? Das ist ungewöhnlich heute. Ab und zu kann man auch mal eine Rochade spielen. Ich frage mich schon, wann ich hier Material opfern werde. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Es ist bald wieder an der Zeit, dass Material geopfert wird. Aber noch nicht, noch nicht. Tja. Ach, E3 gefällt mir irgendwie. Schön mal hier einen Springer reinpflanzen auf F2. Das sieht doch gut aus. Wie hoch ist das Preisgeld für den Sieger der deutschen Meisterschaft? Letztes Jahr waren es 2000 Euro. Ich glaube, dieses Jahr vielleicht auch. Vielleicht ein bisschen mehr. Bin ich mir nicht sicher. F3. Jetzt kann ich den Springer da schön reinstellen. Turm C1. Und jetzt F4? Ja, F4, hier den Läufer öffnen. Das sieht doch gut aus. Schön den Läufer hier eingraben, einschränken. Läufer gegen Springer tauschen hängt immer von der Stellung ab. Also, das kann man nicht so pauschal sagen. Manchmal ist der Springer besser, manchmal der Läufer. Planst du eigentlich beim German Masters auch die Rochade zu Hause zu lassen? Kommt drauf an, aber ich glaube, ich werde in allen Partien da rochieren. Es wird wohl darauf hinauslaufen. Springer E4. Guter Zug, um ein bisschen was abzutauschen. Das ist hier die Idee. Ich könnte Läufer F5 spielen, ich könnte auch schlagen und auf G3 schlagen. Ja, ich spiele mal Läufer F5. Mir gefällt der Springer hier so gut. Den möchte ich da nicht abgeben, den schönen Springer. Alpha Zero, fragt Raphael. Ja, das existiert schon noch. Das Alpha Zero Programm, das ist ja jetzt nicht verschwunden, aber es werden keine Partien gespielt. Layla Zero ist jetzt der Nachfolger. Alpha Zero war nie öffentlich, genau, Lukas sagt es auch. Ja, Lukas, komisch, dass wir heute nicht gegeneinander gekommen sind, ne? Okay, ich glaube, es ist wieder soweit.
Ich glaube, es ist wieder soweit, Freunde. Ich glaube, es ist wieder soweit. Aber, oh je, nicht, dass ich schon wieder versaue. Oh, ich habe so Lust. Aber ich will es nicht wieder, ich will nicht wieder verlieren am Ende. Doch, es geht. Es geht. Ah, er hat es sogar kommen sehen. Er hat es sogar kommen sehen. Er hat es sogar kommen sehen. Und jetzt kommt das Ende kommt jetzt in Style mit Primus. Oh, das tut so gut. Das tut so gut. Ah. Das war doch mal ein Finale. Creme de la Creme hier. Einmal in Style. Mit Ankündigung und auch nicht fail, nicht cringe. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich musste dieses Matt noch finden mit dem Turm auf G3. Das war ein bisschen tricky, das hat ein bisschen gedauert. Ich dachte erst, ich könnte Turm F8 machen, aber dann kann er schlagen. Wahrscheinlich geht es auch irgendwie anders. Ich hatte erst G5 gerechnet, aber dann kommt noch König H5, da geht es nicht weiter. Und. Ja, Turm F4, so, so. Ich glaube, das ist der einzige Weg hier, tatsächlich. Ich glaube, es ist der einzige Weg mit Turm G4, Turm G3. Da ist das Matt, Freunde, da ist das Matt. Ja, wir können mal in die Analyse hier noch gehen. Aber gut, das bringt eigentlich nicht so viel, weil zeigt nur den besten Zug an. Okay, sehr cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.